Ja, die diesjährige Hurrikansaison ist wirklich außergewöhnlich. Hallo und guten Abend zum Wetter. Ein tropischer Sturm wird dann zu einem Hurrikan, wenn der Mittelwind über 118 Kilometer pro Stunde liegt. Dieses Jahr hatten wir schon 17 tropische Stürme, 9 Hurrikans. Durchschnittlich sind es sonst in einer ganzen Saison 10 tropische Stürme, 6 Hurrikans. Und die Saison ist noch nicht zu Ende, geht nämlich noch bis Ende November. Extreme Jahre waren bisher 1933 und 1969. Und es könnte sein, dass wir in diesem Jahr an diese 12 Hurrikans rankommen oder diese Zahl sogar noch überschreiten, weil es eben bis Ende November noch die Wahrscheinlichkeit gibt, dass solche Hurrikans entstehen. Und der jetzige, der hat es wirklich in sich. Rita nimmt Kurs auf die Küste von Texas und von Louisiana. Enorme Regenmengen hat er dabei, sehen Sie hier auf dem Regenradar. Heute auch schon über New Orleans gefallen. Und Regen wird ebenfalls ein extremes Problem sein. Denn in den nächsten Tagen können örtlich an die 400 bis 500 Liter pro Quadratmeter fallen. Das nicht nur direkt an der Küste, sondern auch im Binnenland. Besonders betroffen wohl die östliche Küste oder der östliche Teil von Texas und der westliche Teil von Louisiana. Wir werden Sie natürlich weiterhin darüber auf dem Laufenden halten. Kommen wir zurück zu unserem Wetter. Nach Osten in der Nacht trocken, wenig Wolken, zum Teil aber dicker Nebel. Nach Westen kommen dann langsam Wolken herein und die bringen örtlich auch ein paar Tropfen. Temperaturen gehen runter auf 16 bis 9 Grad. Morgen Vormittag dann nach Osten hin Sonne, wenn sich der Nebel aufgelöst hat. Im Westen dichtere Wolken, ein paar Tropfen fallen. Und im Laufe des Nachmittags kann es dann hier und da mal kurze Schauer geben von der Elbe bis zum Saarland. Sonst aber trocken und recht sonnig. Höchsttemperaturen am Nachmittag zwischen 17 und 23 Grad. Der Wind meist nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Auch am Sonntag noch dichtere Wolken im Westen und Süden mit etwas Regen. Das Ganze zieht dann am Montag nach Südosten ab. Und dahinter wird es wieder sonnig bei Werten um 20 Grad. Der morgige Tag nochmal zusammengefasst. Noch einen angenehmen Abend im Ersten.